24 Stunden im Harz. Nur mit Schlafsack, Isomatte, Taschenlampe, Messer. Hier schlafen wir heute Nacht. Passt auch nicht. Schade. Eins, zwei, drei und rein. Das ist einfach wach, einfach eklig. Ja, wir verhungern heute, glaube ich. Ihr habt eine Waffe? Wenn nachts die Wölfe kommen, kannst du dich verteidigen. Survival-Kurs für Anfänger. Das probieren wir für hinreisend selbst mal aus. Na, ob das gut geht? Das Abenteuer beginnt im Harzer Bergdorf Hohe Gais, am ehemaligen Grenzweg. Und das bin ich, Marc, 29 Jahre, Moderator und Journalist aus Burg, absoluter Neuling in Sachen Survival. Umso besser, dass ich nicht alleine in den Wald muss. Ich habe ein paar Freunde mitgenommen, Lucy und Sven aus Berlin. Lucy, 29 Jahre alt, ist Projektmanagerin. Sven, 38, arbeitet als Sales Advisor im Einzelhandel. Und Gianni ist auch mit dabei. Er ist 40, wohnt in Osterwiek, arbeitet als Marketingmanager. Das sind also meine Mitabenteurer. Und er ist unser Survival Guide. René, 51, mit 33 Jahren Berufserfahrung, wird uns begleiten. Ob ich wohl die richtigen Sachen eingepackt habe? Wir machen mal den Rucksack-Check. Immerhin, mit meinem dicken Pullover, Thermoskanne und Outdoor-Bootbüchse punkte ich schon mal. Mütze und Handschuhe sind auch nicht verkehrt. Und was sind die wichtigsten Dinge? Eigentlich Messer, Schlafsack, Isomatte. Kochtöpfchen, kleines Bundeswehrtöpfchen oder sowas. Ja, muss ja irgendwie Wasser heiß machen. Und eine Lampe vielleicht. Und für den Notfall ein Verbandskasten. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich cheate auch so ein bisschen. Ich habe noch so eine kleine Decke dabei, für den Fall der Fälle. Aber für euch habe ich in Reserve auch sowas. Das ist nur, falls wir wirklich abkacken sollten. Isomatte und Taschenlampe kann man sich als Anfänger ausleihen, im Campingfachhandel. Den Schlafsack muss man selbst mitbringen, genau wie ein Messer. Nein. So, und dann hast du mir geschrieben, ein Messer sollte ich mitbringen. Yep. Und ein Outdoor-Messer habe ich tatsächlich nicht. Ich habe in meiner Küche ein Messer gefunden, das ich noch nie benutzt habe. Wir arbeiten mit dem, was du hast. Es geht hauptsächlich um Birkenrinde schneiden. Du wirst damit zurechtkommen. Wichtig ist, dass es ein steifes Messer ist jetzt. Gut, das ist schon noch ein gravierender Unterschied. Falls ihr noch Tipps habt, was auf gar keinen Fall beim Survival fehlen sollte, dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Endlich geht's los. Auf ins Ungewisse. Wir überqueren die ehemalige innerdeutsche Grenze von West nach Ost. Die letzten Schritte in der Zivilisation. Ab jetzt gilt's. 24 Stunden Survival. Starten ab jetzt. Einen Kilometer laufen wir nun in Richtung Bennigenstein. Unser Ziel? Der 65.000 Quadratmeter große Wald. Diese grüne Bauminsel hier, die René gepachtet hat. Es ist der perfekte Ort für unser Abenteuer. Wild, ursprünglich abgeschieden. In Sachsen-Anhalt ist René übrigens einer der wenigen, die Survival-Kurse anbieten. 24 Stunden im Wald kosten 159 Euro, 48 Stunden 299 Euro. Prinzipiell kann jeder beim Survival mitmachen, auch Familien mit Kindern. Wir sammeln die ersten Zutaten für das Feuer, besonders wichtig, denn abends wird's kalt im Harz. Hier kommt die Birkenrinde ins Spiel. In ihr stecken gleich zwei Zunder. Der erste, der als erstes brennen muss mit dem Feuerstahl, ist diese hauchdünne Papyrusschicht hier oben drauf. Mhm. Aha. Weil die vor Ort trocken ist. Geht die sofort an oder relativ zügig. Hier drunter die etwas dickere Schicht, die kann ruhig auch feucht sein. Hier sind ätherische Öle drin. Und die brennen besonders gut. Übrigens bitte nur umgestürzte Bäume beschneiden. Um an den Zunder zu kommen, ist das Outdoor-Messer wichtig. Aber ich merke schon, das Messer kann ich hier vergessen. Richtig, wollte ich vorhin so nicht gesagt haben. Erste eigene Erkenntnis, das Messer
kann man vergessen. Profimesser kosten mitunter mehr als 300 Euro. Tipp vom Experten, ein geeignetes Messer gibt's schon für 10 Euro im Supermarkt. Mit den ersten Zutaten in der Tasche ziehen wir weiter. Es geht noch tiefer in den Wald. Bis wir schließlich zu diesem Platz hier kommen. Und schon heißt es, Schlafplatz bauen. Wichtig ist, dass ihr immer schräg seid mit eurer Plane. Nie ein Flachdach baut wegen Wassersäcke. Es muss immer weglaufen. Und dann würde ich sagen, schmeißt alles runter, sucht euch irgendwas aus. Ich lasse euch einfach mal laufen. Denkt selber nach. Wenn es scheiße aussieht, sage ich was. Hier schlafen wir heute Nacht. Und bastelt was. Ja, ist eine Aufgabe. Ja. Herausforderung. Hier schlafen wir heute Nacht. Angenommen. Na dann mal los. Und mit Baumarktplanen, die als Regenschutz dienen. Alles andere liefert die Natur. Aus Ästen werden zum Beispiel Karabiner. So die Theorie. In der Praxis sieht's anders aus. Zumindest bei mir. Passt auch nicht. Schade. René hat schon nach wenigen Minuten seinen Schlafplatz eingerichtet. Weiter vorziehen und hier bin ich hervorragend geschützt. Hier habe ich dann meine Schlafutensilien. Im Prinzip, dass der Kopf nicht wegrutscht. Ich liege gerade. Und wenn es richtig schüttet von der Seite, läuft es da lang. Und hier bin ich auch noch ein bisschen geschützt. Aber es muss noch ein Stück hier drüber gezogen werden. Auch bei Lucy und Sven nimmt das Bett rustikal so langsam Form an. Hast du das gebaut, Lucy? Die Idee war da, dass wir quasi Gabelstöcke nehmen, dass das alles so ein bisschen gestützt wird von den Seiten. Aber dann muss das noch irgendwie zusammengebracht werden und das ist sein Verdienst. Das muss ich ehrlich zugeben. Ja, wurde zusammengebunden. Ich hoffe, es hält. Gianni's Schlafplatz steht auch schon. Ich habe versucht, es ein bisschen an der Seite zuzumachen, falls der Wind von da kommt. Mein Unterschlupf ist dann irgendwann auch mal fertig. Also das hat jetzt so circa 20 Minuten gedauert und jetzt habe ich hier meine kleine Höhle eingerichtet. Wurde auch schon vom René abgenommen. Jetzt lege ich hier noch so ein paar Tannenzweige hin, um heute Nacht dann etwas weicher zu schlafen. Ich muss aber auch zugeben, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich heute Nacht schlafen werde. Muss ich sagen, es ist eng, es ist pure Natur. Das wird echt ein Erlebnis werden, glaube ich. Also hat man echt Respekt vor. Kommt einfach mit. Wir gehen auf Erkundungstour. Na, mal sehen, was der Wald so alles hergibt. Trockenes Gras zum Beispiel. Super Zunder und mega wichtig fürs Feuer anmachen später. Ein paar Meter weiter dann das. Ein Hirschskelett. Und René hat gleich mal ein paar Survival-Tipps parat. Kochen und dann aufkloppen. Schmeckt wie Leberwurst, Knochenmark. Und hier ist richtig was drin, so fingerdick. Ja? Oder ihr habt eine Waffe. Wenn nachts die Wölfe kommen, kannst du dich verteidigen. Plötzlich ist der Wald zu Ende. Eine Folge des Klimawandels. Und auch der Borkenkäfer hat hier ganze Arbeit geleistet. Aber Käferlarven sind der ideale Snack für zwischendurch, wenn es ums Überleben geht. Sie bieten Eiweiß und Fett. René, gibt es so ein Insekten-ABC, was man essen darf, was man essen sollte und was wirklich gar nicht geht, weil es giftig ist? Ja, du solltest bei Raupen und Käfern aufpassen, logischerweise. Ne? Raupen haben ja eh diese Warnfarbe und diese Stacheln. Mhm. Alles, was madentechnisch so unter der Baumrinde ist und in den Bäumen drin, das kannst du so wegmumpeln. Okay. Und alles was andere. Ist das dann in der Regel? Also, das sind Käferlarven. Käferlarven? Das sind Käferlarven, ja, ja. Der Baum macht dich satt. Also der Forst hat mir erzählt, in einem von diesen großen Bäumen, wenn der befallen ist, hast du ungefähr 200.000 Käfer drin. Okay. Aha. Komm her, ich mach dir den Kopf ab. Ja, dann hast du auch die Beißwerkzeuge hier nicht, die dir in die Lippe beißen können. So, die habe ich abgeschnitten. Jetzt greifst du. Nee. Ja, nimm mal einfach fort, vertrau mir mal. Nee, also mach du das erstmal. Also ich kann das jetzt gar nicht. Ich hab schon eine gegessen. Also bei aller extremen Freude, ich krieg's echt nicht runter. Mit bestem Wissen und Gewissen, ich kann's echt nicht, kann mich nicht überwinden. Wie sieht denn das bei euch aus? Habt ihr schon mal irgendwie sowas gegessen? Insekten, lebende Maden oder so? Schreibt uns das mal in die Kommentare, bin ich sehr gespannt drauf.
Sehr schön. Er ist jetzt echt. Ja, wie liegt das denn? Ich schmecke ehrlich gesagt nach gar nichts. Hab ich doch gesagt. Da kommt echt Flüssigkeit raus. Na ja, natürlich. Spiel nicht so lange. Ja. Ich vertraue dir da jetzt. Vertrau mir, ja, vertrau mir. Ja. 1, 2, 3 und rein. Komm ruhig. Schmeckt nach fast gar nichts. Alle verrückt hier. Ich hab euch nur versucht. Wo jetzt alle hier was gegessen haben, habe ich jetzt richtig ein schlechtes Gewissen bekommen und Stichwort Gruppenzwang. Also ich probiere es mal. Ja? Ich probiere es mal. Aber das ist wirklich hier, liebe Freunde, große, große Überwindung kostet das hier. Das ist einfach wach, einfach eklig. Geht leider nicht. Also, boah, das ist echt, ich hab das echt so... 1, 2 und 3. Eklig. Eklig. Haben wir die Erfahrung auch gemacht. Ich habe echt eine Made gegessen. Wahnsinn. Weiter geht's. Wir sammeln jede Menge trockenes Holz. Es ist um die 8 Grad kalt. Da brauchen wir ein warmes Feuer. Hört ihr das? Man hört einfach nichts. Man hört nichts. Außer Natur. Vögel zwitschern, Bäume rauschen. Also das ist einer der ganz großen Pluspunkte für mich persönlich hier als Großstadtbewohner, einfach mal runterzufahren. Da findet wirklich der mentale Ausstieg statt, wenn man einfach mal nichts hört außer Natur. Das ist mega. Peter, so vorbereitet. Es folgt das Wichtigste. Feuer anmachen. Aber nix da mit Streichhölzern oder Feuerzeug. Wir dürfen nur Feuerstahl nehmen. Ganz locker drüber. Locker heißen. Ja. So, das ist euer Part. Ihr seid dran. Okay. So. So, ne? Ja, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ja, wir verhungern heute, glaube ich. Es will einfach kein Feuer gehen. Also zumindest Funken spritzen jetzt schon mal über. Jetzt? Ha? So, na gut. Aber dein unterer Zucker ist gleich weg. Holz drauf. Immer schön Kräutchen hier. Keine Angst. Weiß nicht. Okay. Schaut euch mal das Feuer hier an. Das ging mit so einem kleinen Glutnest los, ja, und jetzt ist hier schon richtig was Dolles am Entstehen. Ich bin richtig stolz, Mensch. 8 Stunden sind wir jetzt hier, Made schon gegessen, Feuer angemacht. Jetzt kann der Abend losgehen. Und für alle diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, 8 Stunden, das reicht mir, eine Nacht hier verbringen muss ich nicht, die könnten jetzt auch schon sozusagen einen halben Tagesausflug machen, das Ganze beenden nach 8 Stunden und entspannt ins Hotel oder nach Hause gehen. Wir wollen aber hier bleiben und brauchen noch ein bisschen Feueranweisungen vom Chef bzw. Feuerholz. Und das suchen wir jetzt nochmal. Es ist schon ganz schön krass, wie viel Arbeit das alles macht. Bevor es dann aber so richtig losgeht, noch ganz wichtig, ein Anruf bei der Feuerwehr. Ja, hi Uwe. Uwe, ich muss mal wieder Bescheid sagen. Ne? Wir sind im Wald und versuchen ihn wieder abzufackeln. Jawohl. Hier im Wald hat man erstaunlich guten Handyempfang. Dann bereiten wir das Frühstück vor. Erdhuhn. Gegart über Nacht im Erdloch. Die Hähnchen hat René im Supermarkt gekauft. Jetzt machen wir ein bisschen von der Knoblauchrauke hier mit rein. Kräuter aus dem Wald bringen die Würze. Mit Wurzeln 2 Esspakete geschnürt. Ab damit in die Glut. Slow Food beim Survival-Training.
Dann kommt die Erde drauf. Und das Feuer on top. Fertig. Der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Noch 12 Stunden liegen vor uns. Endlich sitzen wir am warmen Lagerfeuer. Es hat was, muss ich sagen. Das Feuer brennt immer noch. Es ist jetzt stockfinster geworden und es ist total kalt. Aber hier vor dem Feuer hält man es wirklich aus. Es ist wirklich der perfekte Abschluss eines krassen ersten Survival-Tages, oder? Wie hat es euch bislang so gefallen? Sehr erkenntnisreich, sehr aufschlussreich. Man hat viel gelernt, auf jeden Fall. Ja, alles in allem natürlich viel interessanter als das Stadtleben. Ja, und wir sind alle irgendwie so über Grenzen auch gegangen, ne? Weil ja, viel mehr Abenteuer als noch gedacht. Also, ja. Ja, ein bisschen überwältigt bin ich, was man alles in so kurzer Zeit erlebt hat. Ja. Und das Krasseste kommt ja noch, die Nacht. Gianni, du hast ja hier schon mal ein paar Mal geschlafen. Was erwartet uns denn in der Nacht? Was sind deine Erkenntnisse bislang? Ja, also die Nacht kann so enden, dass man tatsächlich gar nicht schläft. Oder man schläft ein bisschen und wird aber ziemlich früh wach, weil die Vögel halt sehr, sehr früh zwitschern. Und es wird sehr, sehr früh hell. Also von daher, ja, es wird spannend. Auf jeden Fall der nächste Tag kann damit enden, dass man echt schnell ins Bett will und dann nochmal zu Hause nachschläft, ja. Jetzt mal hier zu eurer Guten-Nacht-Geschichte, also ganz dickes Veto. Ich schlafe hier draußen wie ein Bär. Euch kann da nichts passieren. Was soll euch hier passieren? Tiere. Nein, hier kommen keine Tiere. Wir stinken wie die Kälte. Weltmeister nach Rauch. Rauch ist gefährlich. Euch kann nichts passieren. Das gefährlichste Tier, was hier draußen rumläuft, ist die Zecke. Was sind denn das für Leute, die dich besuchen kommen? Sind das Manager, die so jeden Tag berufsmäßig gestresst sind und mal Kopf freikriegen wollen? Hier kommt wirklich Otto Normalverbraucher. Also von der Putzfrau bis zum Professor Doktor ist hier alles vertreten. Oder Papas, die mit ihren Söhnen hier rauskommen. Aber tatsächlich zu 90% alles Leute, die im Büro sitzen. Und viele kommen sogar im Winter. Also mein erster Kurs dieses Jahr war Mitte Februar. Irre. Mhm. Bei wie viel Grad? Das ging eigentlich. Ich glaube, wir hatten nur minus 5 oder irgendwie so in der Drehe. Das geht. Ja, und 10-20 Zentimeter Schnee, also das ist Pillepalle. Ja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt gerade so 4 Grad. Das war zumindest der letzte Stand, als ich hier auf meinem Thermometer drauf geblickt habe. Und es ist richtig kalt gefühlt und in der Dunkelheit. Also das wird, glaube ich, echt eine lustige Nacht werden. Ich bin echt gespannt, was das so für Erlebnisse werden. Also es war echt eine schwierige Geburt, hier unter das Zelt zu kommen, in den Schlafsack und auf die Isomatte, weil man sieht wirklich nichts. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Es ist einfach stockduster und es ist so eng und man ist umgeben von Natur. Und ich bin gerade schon volles Karacho mit dem Kopf hier gegen irgendeinen Ast gesammelt und bin jetzt einfach nur froh, dass ich liege. Das war echt kein einfaches Unterfangen. Es ist stockfinster, man fühlt die Natur, man hört die Natur. Es ist einfach nur alles krass. Und ich bin mal echt gespannt, was so die nächsten Stunden jetzt hier noch bringen werden. Gute Nacht. 2 Grad Tiefsttemperatur. Ich bekomme kaum ein Auge zu. Ja, war eine krasse Nacht. Also ich bin so ein bisschen durch meine Rückenschmerzen wach geworden, weil man liegt dann doch nicht ganz so bequem hier so auf Holz oder so. Und die Akustik ist natürlich auch hier sensationell. Man hört hier Geräusche, also die hörst du sonst nicht in deinem Schlafzimmer. Ja, und es war auch auf alle Fälle richtig kalt. Also der Schlafsack war zwar in Ordnung und auch mit der Jacke, aber so im Gesicht hat man dann doch den kalten Windzug gemerkt. Ja. Das war die Survival-Nacht, liebe Freunde.
Viel geschlafen habe ich nicht. So langsam werden dann auch alle anderen wach. Und hier, guck mal, das Zelt. Das hat es auch völlig rausgehauen hier. Euer Zelt steht noch, also meins ist auf mir draufgefallen. Ja, wir haben schon gehört. Gut, dass der Moderator abkackt mit seiner Planung, das konnte ich mir gestern schon denken. Aber ich dachte, lass ihn mal seine Erfahrung machen. Also es war sehr durchwachsen, wie erwartet. Man wird halt tatsächlich alle 2 Stunden wach. Oder jede Stunde oder jede halbe Stunde, das kriegt man nicht so mit und guckt mal, ob ein Wildschwein neben einem steht. Ich würde vorschlagen, wir machen gleich mal ein kleines Frühworkout hier im Wald. Ey, mir ist auch kalt. Unser Erdhuhn hat derweil die Nacht im Glut- und Kohlbett gut überstanden. Genießt den Vogel. Ein bisschen Salz, ein bisschen Würzen hätten wir vielleicht noch sollen. Vielleicht ein Ticken mehr. Aber sonst super, super zart. Ja. Eine Frage, die viele interessiert und natürlich nicht ausbleibt: Wie funktioniert das hier im Wald mit der Toilette? Man kann hier im Wald auf Toilette gehen und ich mache es jetzt mal ganz einfach und pragmatisch. Großes Geschäft funktioniert so, ja, und ein bisschen weiter hier reingehen. Kleine Geschäft, einfach hier hinter den Baum stellen und fertig ist. Unser Survival-Kurs ist fast vorbei. Lucy. Erste Harzerlebnis, wie war's? Ja, gemischte Gefühle habe ich, glaube ich, jetzt. Also eigentlich war es nicht so schlimm wie erwartet, um ehrlich zu sein. Aber sehr, sehr kurz die Nacht. Ja, alle 2 Stunden wach gewesen, kalt. Sven, für dich war es ja auch das erste Mal Harz, erste Mal Survival. Was nimmst du mit? Wie war es für dich hier, die 24 Stunden? Anstrengend war es. Was heißt anstrengend? Das war halt anders. Aber generell... Ja, es hat Spaß gemacht. War mal eine Erfahrung wert. Freue mich schon aufs nächste Mal. Nein. Aha, der Gianni hat auch so seine Sachen gepackt, sehe ich gerade. Und du hast auch ein paar neue zusätzliche Erfahrungen mitgenommen. Stichwort hier Madenessen, ne? Das hast du vorher auch noch nicht gehabt. Ja, eine Made habe ich auch noch nicht gegessen, ehrlich gesagt. Ja, und das war auch echt grenzwertig. Aber so grundsätzlich, wenn man einmal draufgebissen hat, dann ist es auch schon wieder vorbei. Und von daher war es dann auch wieder eine gute Erfahrung. So, 24 Stunden haben wir geschafft. Irres Erlebnis. Das war, glaube ich, eine der krassesten Nächte, die ich bislang so erlebt habe. Mir tut auch noch so ein bisschen alles weh. Es ist wirklich nichts für schwache Nerven. Wer das sich nicht selber zutraut, der muss das, wie gesagt, auch nicht. Man kann auch 8 Stunden buchen, das Ganze als Tagesausflug machen und dann ins schöne, warme Hotelbett sich einkuscheln. Und es gibt hier im Harz natürlich noch jede Menge andere tolle Spots, die man entdecken kann. Und ein paar, die will ich jetzt auch mal kurz noch kennenlernen. Zurück in der Zivilisation in Bennekenstein. Hier treffe ich Blogger Luca, 24 Jahre alt und er arbeitet im Tourismusmarketing. Luca betreut den Instagram-Kanal vom Harzer Tourismusverband. Bei euch auf Instagram wird super viel geteilt. Was ist denn so der Spot mit den meisten Likes bei euch? Ja, das ist tatsächlich auch so der bekannteste Spot, den jeder kennt. Das ist der Brocken, unser höchster Berg. Daneben kommen auch die Rappbodetalsperre, die Schmalspurbahn und die Harzer Tierwelt gut an. Genauso wie die vielen Altstädte im Harz, mitunter UNESCO-Weltkulturerbe. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr noch irgendwelche Insider-Tipps vom Harz? Vielleicht wohnt ihr hier in der Region und habt irgendwie eigene tolle Tipps. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Und allgemein, wenn es euch gefallen hat hier bei Hinreisend, dann lasst gerne ein Abo da, denn die nächsten Folgen, die sind schon in der Mache und werden alsbald hier auch ausgestrahlt. Bis dahin und bis zum nächsten Mal.